So, letzte halbe Stunde. Ja. Da kriege ich den Gang fertig. So, die 42 Steine werden gleich wieder umgewandelt. Normalen Bruchstein. Die auch. Kriegen wir die Sache heute hier fertig, den Kellergang. Haben wir die auch endlich mal erledigt? Oh, der Server hakt gerade ein bisschen. Bei dir auch, oder geht das? Es geht, bei mir geht's. Wenn ich Steine setze, kommt immer verzögert. Ich bin wahrscheinlich dem Server zu arbeitslastig. Liegt daran, weil wir über mir die ganzen Tiere sind, dass er ein bisschen zu kämpfen hat. Kann auch daran liegen. Ich weiß es nicht. So. Dann kommen wir hier raus. Das ist so gut. Es war nur eine Tür vorbauen. Damit keine bösen Buben durchlaufen. Hier oben muss ich noch machen. So, den Gang haben wir, den Gang haben wir. Jetzt alles fertig gebaut, Jan Gang. Tatsache, cool. Super. Mal schnell die paar Sachen hier zurückbringen. Komm mal, trockene Fußes durch den Keller. Das ist doch schön. Ach, packen wir hier mal rein. Ach, hier habe ich noch einen Diamanten, aber ich mag ja noch. Das ist ja cool. Hier, den brauche ich noch. Ja, kann ich auch bald den nächsten Modifier holen. Das ist doch schön. Packe ich auch mal einen Flitzebogen drauf oder packe ich dir auch mal ein Schwert drauf, dass die noch Waffe noch besser wird? Ich würde auch mal was auf den Flitzebogen packen, ne? Ja, werde ich wohl auch tun. Haben wir oben noch eigentlich noch Türen gebaut? Brauche zwei Stück, habe ich. Sehr gut. Und ich brauche zwei Eichenholz. Ganz schön verwinkelt der Gang hier. So. Flupp. Und sehr schön. Ach, Stufen muss ich auch noch bauen. Oh Mann, ja. Mache ich gleich. Hüpf, hüpf. Kommen wir in der Samenbank rein. Leiter hoch, dann sind wir oben. Zumachen. Zack. Wunderbar. Die Steinstufen habe ich. Die Bruchsteintreppen. Habe ich doch da. Machen wir so. Passt da. Und dann mal das Ganze so. Und so. Passt. Cool. Okay, jetzt haben wir einen durchgängigen Gang. Bis ins Wohnhaus. Schön, gefällt mir. Ich habe das Gefühl, dass du dich verlaufen wirst. Warum? Darum.
Wo soll ich mich jetzt verlaufen? Im Keller. Jetzt haben wir einen Durchgang zu unserer Küche durch den Keller. Kommen wir im Samenkeller raus. So, ach, wir haben uns teleportiert wieder. So, und mal kurz eine Hose. Oh, jetzt ist das hell hier, wenn man hier draußen rauskommt. Kurz was trinken. Cool. Schmutzige Robin war das, ne? Hier, du da. Ich möchte einen Smaragd haben. Genau, danke. So. Ein Smaragdblock. Jetzt kann ich mir den ersten Modifier holen. Bei wem gab's den denn jetzt wieder? Oh, gegen Diamant- und Smaragdblöcke. Wer war denn das? Weißt du das noch? Okay, gut. Alles klar. War das Samson? Nein. Zivil? Nein, Zivil hat nur Futter. Okay. Hallo, Sparrow. Jawohl. Sparrow hat das. Sehr gut. Okay, den Modifier habe ich. Dann gehen wir wieder zurück. Weltlevo. So. Pack doch die Pfeile nochmal drauf. Pfeil. Quarz. Mal 12 Quarz drauf packen, mal gucken. Okay, mehr geht nicht. Das machen wir hier schon wieder, ja? Oh, das System staut sich. Irgendetwas läuft nicht. Aber was? Da quillt irgendwas wieder über. Ja, ich gehe gleich mal gucken. Da müssen wir wieder ein Upgrade wahrscheinlich wieder machen. Ui, toll. Erstmal werde ich erstmal einen Baurucksack, da packen wir jetzt nochmal die Treppen rein. Und die Mauern. So. Kann ich nur irgendwas sagen, was wir letztens abgebaut haben? Geh mal gucken. Kann nur etwas sein, was kein. Ich habe noch gar nicht alles hier mit Anzeigen gemacht. Fällt mir gerade auf. Weißt du das? Ja, das ist ganz schlecht.
Da ist irgendetwas vollgelaufen. Irgendetwas. Zwar irgendetwas, wo wir keine Anzeige drauf haben. Schalenstein. Vielleicht. Oh, keine Anzeige oder haben wir fast alle mit Anzeigen? Ja, wir haben fast alle mit Anzeigen, genau. Ich guck ja mal durch. Kreide. Das haben wir letztens abgebaut, was war das? Ich werde das schon finden. So viel kann das nicht sein. Nein. Gut, auf der Seite ist es nicht. Da muss es oben irgendwas sein, was vollgelaufen ist. Aber was? Eichenholz ist vollgelaufen. Eichenholz? Ja, die Anzeige voll auf rot, voll. Okay, das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal wieder einen sogenannten Erweiterungsdingsterbumster. Ihr wisst schon. Haben wir sowas noch? Upgrade-Schablone? Haben wir noch. Die bauen wir mit. Das bauen wir als Obsidian, das reicht ja aus, ha? 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir, glaube ich, 5 Stöcker. 5 Stöcker zum Versohlen. 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich der Meinung. Geht das auch so hier auf den? Da brauchen wir 5 von denen. Brauchen wir 5 Obsidien? Kann natürlich auch sein. Wir nehmen mal 5 nochmal mit. Oh, hier müssten wir mal in echt wohnen. Das wäre doch wirklich schön. Speicher-Upgrade. Ah, das ist wunderbar. Diese automatische Kiste ist auch ganz cool. Wenn du weißt, was du für Zutaten brauchst, baut das dir automatisch zusammen. So, das Holz. Ja, das Holz läuft weiter. Das Eichenholz läuft weiter. Wunderbar. Dann sollte der Rest auch gleich weiterlaufen. Schnell gelöst. Vielleicht sollte ich für Birkenholz auch gleich wieder eins machen. Ne? Ich mach das mal. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hier brauche ich doch eine 6, okay. Ah, geh mal vorbei bei deinen Büschen. Speicher-Upgrade. Oh, wir haben noch 5 Minuten. Nein, wir haben noch 15 Minuten. Ach so. Danach kannst du nicht gehen. Die eine Folge haben wir leider überzogen. So, Birkenholz ist jetzt auch nochmal abgegradet. Ah, meine Böschchen, die wachsen und gedeihen mir, die Farbe. Ich habe so viel Geld. Ich kann mir bestimmt nochmal ein paar Sachen nochmal kaufen. Geh mal nach Sehusa und kaufe solche Speicher-Upgrade-Dingsbums da. Ne? Hier wird schon wieder geschossen. Was? Wir schießen hier. Ah, die Bikini-Dame. Die regelt das. Mit dem grünen Bikini. Dem Lennenshorts. Man kann schon halb drunter gucken. Bikini-Zeit ist ja jetzt rum, ist ja so kalt. Sag mal, nochmal 6 Upgrades mir jetzt nochmal geholt. Gekauft. Weil ich einfach zu faul bin, die selber herzustellen. Die sind nämlich ziemlich umfangreich herzustellen. Wenn man ein paar Kohle übrig hat, kann man das da so mal ja mal machen.
Der Händler sollte hier eigentlich teurer verkaufen. Sind ziemlich billig dafür. Gehen wir noch mal nach unten runter. Guten Tag. So. Da machen wir mal ein paar Ketchup-Bohnen drauf. Das sieht auch schon 5 drauf. Auch schon 6. Die Sachen laufen ja so dermaßen voll. Schalenstein, brauchen wir schon so viel. Seelensand, okay, brauchen wir nicht. Pflasterstein 2. 3. 3. Riolit. Der gute Riolit. Gemalter Sandstein, okay. So, den haben wir auffällig gebaut. Wunderbar. Was ist denn da draußen schon wieder los? Wer quält den Hund? Waren Sie das? Ich muss ja mal nachfragen. So. So, Freunde, wer will noch mehr warten? Nicht? Ah! Hey. Ich kann ihn nicht töten, Muck. Ich kann ihn nicht töten. Was kann ich nicht töten? Ein Skelett? Jetzt kann ich. Ich glaube, ich habe rechts gedrückt. Das ist noch eins. Geh weg hier. Eins. Wer hat jetzt so geheult? Wer hat den Bautzi ge... Da drüben ist er. Das ist der Bautzi. Komm, ich erlöse dich. So. Ich habe ihn erlöst. Den Bautzi. Es ist besser für ihn. Er hätte sich auch nur gequält. Auf jeden Fall. Der wollte bestimmt nicht nochmal. Was? Wo sind Sie denn hier? Kommen Sie denn her? Haben Sie den Regen gebracht? Gehen Sie, dann nehmen Sie den Regen mit wieder mit. Schalani, komm dann bitte aus den Blumen raus. Meine Güte. Dieses billige Personal, was nicht hört. Das ist fürchterbar. Ach, ja. So. So ein Kopf noch. Den Rest können wir erstmal hier wieder reinschmeißen. Jawohl. Es ist wieder leer gelaufen. Super. Es lag am Holz. Darum diese Anzeigen, wenn man sie selber herstellt, sind das ziemlich umfangreich. Aber man sieht da schon mal wenigstens, wo es voll läuft. Da habe ich jetzt 9,5 Stacks Eichenholz. Das nenne ich doch mal eine Hausnummer. So, jetzt war also drin hier. Alumit haben wir auch so viel. Oh, das muss ich aber abzapfen, das Alumit. Ich mache einfach ein bisschen hier Zapfmeister. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich noch ein bisschen was schmelzen. Und für die letzten paar Minuten irgendwas Neues anzufangen. Richtig, aber wir waren noch ein bisschen mehr aktiv. Oh ja, wir haben eine ganze Menge erreicht, eine ganze Menge erforscht. Aber fast verlaufen, aber nur fast.
Ja, das kann ich mal wieder schmelzen. Mal ein paar Alumit-Blöcke wieder rausschmeißen hier. Was ist das denn hier? Bloxolin-Ender. Okay. Ach, den haben wir auf dem Schmerz, glaube ich, gekriegt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Da war jetzt hier Nova-Erz. Mit Taubenkampf müssen wir uns auch mal wieder beschäftigen. Meine Güte. Ja, das sind wir wirklich. So, dann kriegen wir noch mal einen Block. Eine Armbrust wollte ich mir auch mal bauen. Mal gucken, wie so eine Armbrust ist. Ja, ein Block Alumit kriegen wir noch raus. Dann schalten wir um. Golderz haben wir nur 59. Das heißt, wenn ich 18 schmelze, kriegen wir 26 raus, ne? Ja, hier kriegen wir einen Tinkerschmelzer die doppelte Anzahl raus. Dann kriegt man nur einen Barren raus, dann kriegt man zwei Barren raus. Ja, einen Barren alle mitkriegen. Zapfen wir uns nochmal. Der Tank ist fast leer, der ist noch voll. Der ist auch noch voll. Das ist doch schön. Das sind ja auch kleine Würstchen. Können wir nochmal einen abzapfen. Wie viele Blöcke Alumit haben wir jetzt schon mittlerweile? 16 Stück. Das ist doch was. So, jetzt schalten wir aber hier auf. Das Gold ist auch schon geschmolzen. Schmolzenes Gold. Mal raus damit, sind wir 8000. Goldblöcke hier mal zapfen. Die Goldblöcke haben wir dann 8. Und nochmal hier raus. Ich mache hier mal ein paar Goldblöcke hier, ja? Auch schon 10 Goldblöcke. Ja, ist das schön. Dann werden wir gleich mal ordentlich Eisen abzapfen. Wie viele Eisenblöcke haben wir denn? 20. Okay. 20 mal 9. Oh, macht ja schon eine ganze Menge. So, umschalten auf Eisen. So, jetzt geht's los. Eisen jetzt. Zack. Zack. Wird ja munter Eisen geschmolzen. Ja. So, gerade mächtig aufregend hier.
Gleisblöcke hier machen. Ich kann ja mal ein bisschen zapfen hier noch. Eine Minute. Ich bin nicht gerade der Schraubenspieler. Ich kann es mir auf dem Schoß hier. Wie, was? Was willst du machen? Würde ich gar nicht. Ja. Jetzt kannst du nicht mehr hören, ne? Ich höre dein Mikrofon springt gar nicht an. Ich habe mir schon die ganze Zeit immer angesprungen. Nö. Alles an. Hallo? Ja, jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich. Oh, zapf, 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 zapf. Wir zapfen noch zwei, drei Mal und dann ist heute Feierabend. Ich habe schon 32 Eisenböcke, so 10 Stück schon gemacht. Und die nächsten fliegen jetzt hier raus. Zack. Wir haben gerade mal 10.000 Eisen hier rausgeholt aus der Schmelze. Und draußen regnet es. Ich mache gerade Cheeseburger mit Speck. Sehr schön. So. Wenn wir hier bin, wir haben 10 Stecks Eisen, dann können wir noch ein bisschen schmelzen in der Zwischenzeit. So. Jetzt haben wir es jetzt mal voller Eisen hier. Das Lagersystem ist genial, das würde ich also wirklich nicht mehr missen. Jetzt haben wir schon 40 Eisenblöcke. Ich habe gerade noch so eine kleine Idee. Geht gar nicht, schade. Okay. Hätte ja sein können. Hier auf dem Bogen keinen weiteren Modifier packen, ist ja merkwürdig. Nur auf die Pfeile. Machen wir schnell nach unten. So, packen wir hier wieder rein. Weil besser ist das. So. Und wieder nach oben. So, wie viel Eisen ist drin? Können wir noch mal einmal noch mal zapfen? Jawohl. Wenn wir eine Menge Schieben brauchen,
Allein für die Strecke, wenn wir nach Zuhusa bauen. Okay. Auf jeden Fall, da kann ich wieder kräftig kräften, ne? Mhm. Und dann wollen wir ja irgendwann mal die U-Bahn bauen, ja von Nordlorien nach Tembo rüber. Weil ich unterm Meer durch. Weil da haben wir ja den Tinkerschmelz ja in Grünfeld. Aber wenn das geht? Klar. Müssen wir nur mit Lava füllen, dann geht die auch. Kann zwar nicht viel reinpacken, aber besser als gar nichts. Und ein letztes Mal, so, dann können wir uns langsam auch oben mal treffen, würde ich sagen, ne? Ja? Ne, ich gehe jetzt mal unten durch den Keller mal. Das mal. Ganz gefährlich, so. Grüß Gott. Die Tür hier zumachen. Da, dann, 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 dann. Komm in der Kreuzung. Gucken wir mal kurz nach der U-Bahn-Baustelle. Ich finde die nämlich so schön. Hier unten regnet sie mich wenigstens nicht. Ah, der Boden muss auch noch gemacht werden. Obwohl, das kann ja nicht so bleiben. Sieht schön aus. Baut's. Ende. Ende im Gelände. Ich warte schon bei meinem Bananensplit. Ja, ich komme jetzt auch hoch. Also ich wollte zwischen den Lampen noch schisseln, habe ich gar nicht mal gemacht. Mistiger welcher. Ah, dann müssen wir jetzt hier durch. Ja. Es regnet, die Erde wird nass. So. Müssen wir die Leiter hoch? Treppe, Leiter, Stufen. Nabend. Ah, ein kühler Humpen Bier. So, Freunde. Ja. Wir haben uns heute fast verlaufen auf der Höhlentour. Aber nur fast. Durch glücklichen Zufall den Ausgang gefunden. Dankeschön. Ja, ja. Wieder, genau. Wir haben Menge Rohstoffe dafür mitgebracht. Viel schon verarbeitet. Bisschen gehandelt, Kellergang gebaut, ja. Das war's eigentlich, oder? Ja, denke ich mir auch. So, dann sagen wir heute tschüss, schönes Wochenende und bis denn nicht. Euer Thema 67. Ciao. Tschüss.